Hallo, meine Lieben aus Deutschland, natürlich auch aus Österreich und der Schweiz. Ich habe gehört, dass ich auch Zuschauer habe von Österreich und der Schweiz. Und deswegen möchte ich natürlich auch diese Leute willkommen heißen. Heute werde ich mal wieder über diesen Antichrist reden. Es ist doch unwahrscheinlich, wie viele Menschen in dieser falschen Lehre gefangen sind. Und wirklich gefangen. Und ich sage auch, dass es halt auch viele Pastoren unheimlich in dieser falschen Lehre gefangen sind. Und darüber muss ich wirklich heute reden. Ich will jetzt keine Kirche nennen hier. Aber ich habe jetzt gerade heute Abend habe ich ein Video angeschaut von einer sehr, Kirche, die sehr stark verbreitet ist und die aus der Schweiz kommt. Sehr stark auch in Deutschland verbreitet ist. Und ich habe einen Pastor angehört und er hat über diesen Antichrist geredet. Und ich habe gedacht, Mensch, wieder jemand, der durch diese falsche Lehre verführt ist. Und ich finde das furchtbar schlimm. Das ist nicht nur in Europa der Fall, sondern besonders glaube ich schon in Amerika, weil diese ganze Lehre kommt ja, diese Lehre kommt ja eigentlich sehr stark von Amerika. Und ich bin sehr dankbar für die Amerikaner, dass sie wirklich Deutschland evangelisiert haben. Ich denke auch Österreich natürlich und die Schweiz. Und da bin ich sehr dankbar darüber, dass die von Amerika rübergekommen sind, um in Deutschland wirklich die gute Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten. Aber diese Menschen sind auch unheimlich durch Scofield, sehr unheimlich durch Scofield beeinflusst. Wenn ihr nicht kennt, diesen Scofield nicht kennt, und zwar, der Scofield hat eine Studienbibel gemacht, ich glaube schon mindestens fast 100 Jahre, vor 100 Jahren, und er hat die Grundlage benutzt von Darby, ja, der von der Brüdergemeinde war. Aber ich denke, der Darby ist englisch und er kam aus der englischen Brüdergemeinde. Und ich weiß ganz genau, dass er eben auch die Brüdergemeinde sehr beeinflusst hat in Deutschland. Aber ich glaube, noch mehr wurde diese Lehre in Amerika verbreitet. Ich glaube schon, dass diese Scofield-Bibel, oder das ist eigentlich in Kommentar-Bibel, also mit Kommentare drin. Ich kann euch sagen, weil ich bin auf dieser Scofield groß geworden. Also als Christ groß geworden. Das war meine allererste Bibel, die ich bekommen habe. Scofield, King James, also König James Bibel. Und da habe ich gelernt. Von der habe ich gelernt. Also ich bin ganz sehr stark von dieser Lehre, von dem Scofield beeinflusst gewesen. Und diese Lehre nennt man Dispensionstheologie. Und gründet sich zurück, naja gut, das ist der nächste Schritt zu Darby. Von diesem Darby, der aus dem, also der Brüdergemeinde kam. Und diese Lehre hat sich so festgewurzelt. Ich glaube, also was ich so gelernt habe über diese Scofield-Bibel, ist, dass sie den Pastoren, also sagen wir mal, vor 50 Jahren, 75 Jahren, da haben die Pastoren diese Bibel frei bekommen in den Seminaren. Und dadurch ist sie dann
sehr populär geworden in verschiedenen Konfessionen in Amerika. Ob es jetzt die Baptisten waren oder ich glaube auch die Presbyterianer oder Methodisten oder wer sie auch immer sind. Also gerade diese freien evangelischen Gemeinden in Amerika oder auch, ich glaube auch die, nennt man die sich, charismatischen Gemeinden. Alle haben sie, waren sie, wurden sie durch diese Scofield sozusagen fast überrannt worden. Ja? Und dann kam natürlich diese Pastoren und auch diese Missionare nach Deutschland und oder auch Österreich und die Schweiz und haben ihr Kenntnis mitgebracht. Und dadurch wurde dann die ganzen protestantischen Kirchen, auch in Europa, also im deutschsprachigen Raum, durchsäuert. Also viele, ich habe eben das Video angehört und ich werde jetzt nicht nennen, wer es ist, aber dieser Pastor, ich denke, dass es ein Pastor war, also der diese Predigt gegeben hat, hat ganz genau gewusst, wo man nur dieses Wort Antichrist findet. Und er hat gelesen, ich weiß, er hat es gelesen, im 1. Johannes und im 2. Johannes. Und ich werde jetzt heute mal anfangen, das zu lesen, was Johannes geschrieben hat über den Antichrist. Wir sagen das so oft, ja, das hat sich so eingeprägt in unser Denken und in unser Gehirn, das ist schon eine Einprägung, dass wir das nicht mehr losbekommen. Und hier ist halt eben furchtbar, also was Furchtbares falsch gegangen. Ich habe schon so oft über diesen Antichrist geredet in meinen Videos, aber also gerade also im Deutschen habe ich ihn nicht so oft genannt, aber in meinen englischen Videos habe ich schon so oft und auch über dieses Dispensionstheologie habe ich schon so oft geredet. Aber ich muss es halt nochmal machen, weil ich immer wieder und immer wieder komme ich zu Menschen oder zu, ja, Lehrern, Bibellehrer, Bibelpastoren, also Pastoren, die das falsch predigen. Und es tut mir in der Seele weh. Ja, nicht nur sind die Deutschen und die Österreicher, ich will auch die Österreicher nennen, weil ich höre sehr oft Videos, österreichische Videos an von Österreichern, die wirklich ganz viele tolle Dinge zu sagen haben. Das sind so ungefähr eins, zwei, drei, vier Österreicher, die ich wirklich öfter anhöre. Und wenn ihr auf meine Facebook-Gruppe geht, wacht auf, ihr werdet verführt, da tue ich die oft also hinbringen, also anbringen. Diese Österreicher, die also sehr viel gute Dinge zu sagen haben. Deswegen weiß ich, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz so viele Menschen wirklich verführt werden. Ganz, ganz schlimm. Nicht nur politisch, was ja heute läuft. Wir wissen ja, so wie wir so verführt sind und irregeführt sind politisch, aber auch in der Kirche verbreitet sich diese Irrlehren wie ganz schlimm. Und die Leute, die wollen nicht aufwachen. Noch nicht einmal Leute, die sich Christen nennen, wollen immer noch nicht aufwachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich unterhalte mich sehr oft mit vielen Leuten, die ganz stark eben in diesem Dispensionsdenken stecken. Also ganz, ganz stark. Und sie wollen sich da nicht aufklären lassen. Ich will ja nur zeigen, was die Bibel sagt.
Ich sage ja nicht mal, was meine Vorstellung ist oder jetzt was meine Meinung ist, sondern was sagt die Bibel? Da müssen wir doch mal hinschauen und nicht, was wir immer denken und was uns gepredigt wurde oder dass wir gelernt haben, sondern nur das Wort Gottes. Und deswegen will ich jetzt gleich am Anfang eben zu Johannes gehen. Erster Johannes, schlagt es auf. Und zwar fange ich mit Vers 18 an. Kinder, es ist die letzte Stunde. Ja, so hat eben Johannes gesprochen. Es ist die letzte Stunde. Ich weiß natürlich nicht, was er damit gemeint hat. Er hat halt einfach gemeint, dass er gedacht hat, dass das Ende nahe ist. Und zur Zeit Johannes war halt das der Fall, dass die Jünger geglaubt haben, dass Jesus bald wieder kommt. Zu ihren Lebzeiten haben die ja gedacht. Ja, wir haben ja das in Matthäus 24 auch schon gehört, dass er gesagt hat, diese Generation wird nicht vergehen. Und trotzdem tun wir das wieder falsch auslegen, weil er hat zu den Jüngern gesagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis all das geschehen ist. Aber er hat damit nicht gemeint, die Wiederkunft Jesu, sondern die Zerstörung des Tempels. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ich will jetzt hier bleiben. Was die Jünger und ja, die ersten Jünger geglaubt haben, die ersten Gläubigen haben geglaubt, Jesus kommt sofort. Und deswegen hat auch Johannes das hier geschrieben. Und wir müssen das einfach wissen, dass auch die Schreiber auch nur Menschen waren. Ja, der Heilige Geist hat sie geleitet. Und trotzdem kommt immer wieder doch ihre eigenen Gedanken und Annahmen durch. Er hat geschrieben, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ja, also zuerst hat er gesagt, dass der Antichrist kommt. Ja, und dann sagt er, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Ich denke halt schon manchmal, wenn wir zum Beispiel zum Originaltext gehen, kann es eben sein, dass zum Beispiel der Artikel da, dass der nicht da war, sondern dass es einfach heißt, dass Antichrist kommt. Und da ist bei mir ein, ich weiß es gar nicht, muss mal gucken, ein G, glaube ich. Und wenn ich ganz runter gehe zu G, nee, es ist also nicht da. Also im Urtext, wie gesagt, im Urtext könnte es heißen, dass Antichrist kommt, ja, weil er dann später sagt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten, ja, er sagt also, es ist hier in Mehrzahl und nicht in Einzahl, es ist nicht ein Antichrist, weil viele sagen jetzt, ah ja, er redet hier von einem Antichrist, der Antichrist, ja. Aber er sagt hinterher gleich wieder, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie, und wieder Mehrzahl, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbart werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und es ist Mehrzahl wiederum. Und ihr habt die Salbung vom Heiligen Geist und wisst alles. Ja? Also, wenn ihr den Heiligen Geist wirklich habt, dann müsst ihr auf den Heiligen Geist hören. Ja, ihr könnt nicht gegen den Heiligen Geist gehen. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr mehr und mehr verblendet. Hier sagt er das eindeutig, dass der Antichrist nicht Einzahl ist. Ja?
Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Ja? Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Lügner. Jemand, der Jesus Christus leugnet als Messias. Das heißt, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Das ist Messias. Das ist der Antichrist. Das ist der Antichrist. Und hier hat er natürlich wieder der Antichrist. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Aber wir wissen ja schon, hallo, sind mehr als nur einer. Alle, die Jesus Christus ablehnen als Messias, sind Antichrist. Ja, und sie leugnen den Vater und den Sohn. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn erkennt, der hat auch den Vater nicht. Was ihr nur, okay, also wir können dann weitergehen. Ich glaube, wenn wir dann zum Beispiel zu 5 gehen oder 3 oder zum nächsten Kapitel, da schreibt er nochmal, also weiterhin von diesem Antichrist. Aber wiederum, dieser Antichrist, das sind mehrere Menschen. Es ist nicht nur einer, sondern mehrere. Also alle. Und der Herr sagt hier, dass sie von ihnen ausgegangen sind. Ja? Dass sie schon damals, zur Zeit von Johannes, da waren. Und wer war das nun, die da waren während Johannes Zeit? Das waren die Gnostiker. Ja, die Gnostiker. Und deswegen hat eigentlich Johannes sein Evangelium geschrieben. Er schrieb besonders gegen diese Gnostiker. Und da könnt ihr euch informieren, was die Gnostiker sind. Sie haben gemeint, also die Gnostiker haben gemeint, dass wenn man Wissen hat, ja, Wissen, es war das Hauptding für die Gnostiker, das Wissen, dass man also durch das Wissen gerettet ist. Und wir sehen das dann auch im zweiten Johannes, sehen wir das wieder, dass da Johannes wieder über diesen Antichrist redet oder diese Antichristen. Ich glaube, das ist 1, Johannes 1. Ich muss mal gucken. Ob ich es gerade finde. Nee, das steht nicht da. Aber er redet wieder, also in 1. Johannes und 2. Johannes redet er eben von diesem Antichrist. Aber immer in Mehrzahl, Leute. Es ist nicht ein Mensch oder ein ein König oder ein Machthaber, der am Ende kommt. Und das ist genau das, was falsch ist. Und die Menschen, die Lehrer, die falschen Lehrer, die warten auf diesen Antichrist. Sie denken, dass dieser Antichrist erst am Ende kommt. Und diese Lehre, diese Dispensionstheologie, ja, die glauben halt, dass dieser Antichrist erst während der 7 Jahre Trübsalzeit kommt, die ja auch nicht existiert. Das ist nirgends, man kann das gar nirgends, ich habe schon so mit so vielen Leuten gesprochen, ja, und habe wirklich gebeten, dass sie mir doch das zeigen können, wo die 7 Jahre tatsächlich, wo man die 7 Jahre tatsächlich sehen kann, ja, wo es wirklich also eine Verbindung gibt zwischen Trübsalzeit und 7 Jahre. Und es kann niemand, das ist immer nur eine Annahme, Leute, dass es überhaupt 7 Jahre Trübsalzeit gibt. Das ist immer eine Annahme. Ja, immer wenn Paulus über Trübsalzeit oder Trübsal redet, ist es
Trübsal, durch die die ganzen Heiligen gehen. Ab sogar Paulus. Ja, Paulus ging durch Trübsalzeit. Die ersten Aposteln, die Zeit während der Zerstörung des Tempels war eine große Trübsalzeit. Das sehen wir in Matthäus 24, den ersten Teil. Und ich habe darüber schon gesprochen. Und ich weiß, es gibt immer wieder Menschen, die das nicht glauben wollen. Sie sind so verblendet, Leute, so verblendet, dass sie das nicht sehen können. Ihr müsst meine Videos teilen, so viel wie möglich. Weil wir müssen diese Menschen erreichen, dass sie wirklich Gottes Wort lesen, was da steht. Wieder zurück zu Johannes. Also nur Johannes in seinen zwei Briefen schreibt von diesem Antichrist. Warum nun wurde nun dieser Name gebraucht für diesen Endzeit-Herrscher, ja, der Endzeit-Herrscher, auf den alle warten. Keine Ahnung. Leute, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der auf diesen Antichrist wartet, wirklich den Heiligen Geist hat. Ich kann mir es nicht vorstellen, Leute. Warum? Weil sie so verblendet sind. Und wenn sie verblendet sind und sie haben nicht den Heiligen Geist, wie kann dann jemand in der Entrückung sein, wenn sie so verblendet sind? Ihr müsst aufwachen, weil die Entrückung bald da ist. Ich weiß, die Leute, die sehen jetzt die Dinge, die passieren, dass wir wirklich dem Ende furchtbar nahe sind, ja? Und sie haben Angst und sie wollen bei der Entrückung dabei sein. Aber sie haben den Heiligen Geist nicht und laufen ständig falschen Propheten oder falschen Lehrern nach. Nochmal, nur im 1. und 2. Johannes finden wir diesen Antichristen. Also zurück, wer hat nun mit diesem Irrsinn angefangen? Es tut mir leid, ich muss euch heute sagen, das war Martin Luther. Warum war es Martin Luther? Der hat sicher nichts Schlimmes im Kopf gehabt. Und auch die Reformatoren während Luthers Zeit, ja, also Calvin und die anderen, die haben das auch benutzt, dieses Wort Antichrist. Aber was wollten sie mit diesem Wort Antichrist sagen? Ja, sie haben vielleicht ganz genau gewusst, wo sie dieses Wort finden und für wen haben sie dieses Wort benutzt. Sie haben das Wort für den Papst benutzt. Sie haben den Papst Antichrist genannt. Also überlegt euch mal das. Die Reformatoren, wir sind ja alle Kinder der Reformation. Und unser, ja, Vater, der Herr Luther, hat das gesagt, dass der Papst Antichrist ist, Leute. Das stellt euch mal vor, warum hat er das gesagt? Ja, er hat es gesagt, weil er wusste, dass der Papst Babylon die Große ist, erstens, und zweitens, dass er halt einfach der Sohn der Sünde ist. Vielleicht wollte er halt das nicht sagen, er ist der Sohn der Sünde oder des Verderbens, Sohn des, was auch immer die Namen sind, die sie übersetzt haben in 2. Thessaloniker 2. Da finden wir ja das Wort, ja, Sohn der Sünde. Das hat Paulus benutzt. Aber er hat nicht Antichrist benutzt, sondern Sohn der Sünde. Und dieser Sohn der Sünde ist halt auch wiederum, was in Daniel, ich glaube, 2 oder 3 Mal beschrieben ist. Einmal für das kleine Horn und dann auch noch in, ich glaube, in Kapitel 9 und sogar Kapitel 11 wird dieser
Sohn der Sünde oder der Prinz, der kommt oder der Herrscher, der kommt, beschrieben. Und das wird überall gleich beschrieben. Und dann wird wiederum in Offenbarung 13 das Biest so beschrieben. Aber das Biest ist nur so schlimm, weil auf dem Biest eben diese Babylon, die Große, sitzt. Wiederum eben der Sohn der Sünde. Und dieser Sohn der Sünde ist halt das Papsttum. Und das Papsttum hat schon ewiglich existiert. Schon seit 300 und vielleicht 26, als Konstantin die römisch-katholische Kirche gegründet hat und sich als Führer über die Kirche gesetzt hat. Was hat er damit gemacht? Er hat sich damit an die Stelle vom Heiligen Geist und von Jesus Christus gesetzt. Wer ist das Haupt der Kirche? Das ist Jesus Christus. Und weil Jesus Christus nicht hier ist, hat er uns ja gesagt, er wird uns den Heiligen Geist schicken. Und der Heilige Geist wird uns in allem unterrichten. Also, nur der Heilige Geist kann das Haupt sein der Gemeinde, also als Stellvertreter für Jesus Christus. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wir wissen das. Ja, und der Konstantin hat sich an die Stelle gesetzt von Jesus. Und er hat sich Papst genannt. Ja, und diese Stelle, die diese ganzen Herrscher hatten, ja, die Kaiser von Rom hatten, diese Stelle hat dann der Bischof von Rom übernommen, nachdem das Römische Reich zusammenbrach. Und er hat aus den Trümmern, und es war der Papst, er hat aus den Trümmern ein neues römisches Reich gegründet und hat es Heiliges Römisches Reich genannt. Und ihr müsst aufwachen, ja, und ihr müsst es predigen, ihr müsst es den Leuten weitersagen. In euren Gemeinden. Ihr müsst es in euren Gemeinden verbreiten, damit die Leute aufwachen, damit es wie Schuppen von ihren Augen fällt, was jetzt zur Zeit eben läuft. Leute, wir sind in der Mitte von der Endzeit. Ja, Jesus Christus kommt sehr bald. Sehr, sehr bald. Er lässt seine Braut nicht hier, wenn der Zorn Gottes kommt. Und der Zorn Gottes kommt sehr bald. Ja, die Menschheit treibt die Dinge zu einem Höhepunkt, wo Gott nicht mehr sehen und zuschauen kann, was läuft. Ich habe das sehr viel schon besprochen in meinen Videos, dass wir wirklich darauf hingehen zur Zeit eben, dass Gott es nicht mehr anschauen kann. Ja, was heute passiert mit dieser Corona-Krise, ist einfach, dass Satan wieder die Macht total also in der Hand hat. Wir wissen ja, dass das Papsttum bis 1500 alles in der Hand hatte. Alles, ja. Und dann hat er schon eben etwas an Macht verloren durch die Reformation. Und er hat aber weiterhin die römisch-katholische Kirche benutzt, um die protestantische Bewegung kaputt zu machen. Und heute ist ihm das gelungen. Ja, ganz besonders halt, weil so viele falsche Lehrer in unseren Gemeinden sind. Also mich hat jemand gefragt, welcher Konfession ich angehöre. Und ich sage euch, ich gehöre keiner Konfession an. Ich gehöre keiner Richtung an. Keiner Richtung. Warum? Weil ich keine unterstützen kann zurzeit.
Ich habe wirklich noch nie eine Gemeinde gefunden, ob es wohl am YouTube ist, also im Internet, oder in unserer unserer Stadt hier. Ich habe noch nie eine Gemeinde gefunden, ja, die wirklich das verkündet, was die Bibel sagt. Ich habe eine Verbindung mit einer organischen Gemeinde oder mit einem mit einer Bewegung, aber sie gibt es halt in meinem Umkreis hier nicht. Eine organische Gemeinde gibt es hier nicht. Und von daher gehöre ich keiner Gemeinde an. Ich bin früher manchmal sonntags zum Gottesdienst gegangen. Ich glaube, für das letzte Mal vor einem Jahr oder sogar noch länger. Aber ich habe auch diese Gemeinde nicht unterstützt. Ich bin halt sonntags zum Gottesdienst gegangen, um mit Gläubigen in Verbindung zu sein. Aber ich habe auch eben schon gemerkt, dass ja, diese Gemeinde wirklich nicht biblisch ist. Sie sagen zwar, sie reden zwar von der Bibel, auch der Pastor redet von der Bibel, aber wirklich sind sie wirklich durch den Heiligen Geist geleitet. Ich sehe es nicht. Ja, ich sehe das nicht. Weil wenn sie wirklich geleitet wären, dann würde das anders aussehen. Und besonders würde ich halt sagen, dass grundlegende Dinge einfach nicht gepredigt werden. Wie zum Beispiel eben mit diesem Antichrist, mit der Trübsalzeit. Die Trübsalzeit hat die Menschen so verführt. Und diese Lehre an diesen Antichrist hat die Menschen so verführt. Ja, sogar wenn die Leute versuchen, dass sie endlich aufwachen und sagen, halt mal, das stimmt doch gar nicht mit diesem Antichrist. Oder halt mal, stimmt doch gar nicht mit diesem Trübsalzeit, dass die nach der Entrückung kommt. Leute wachen auf. Ja, die sehen das in der Bibel. In Matthäus 24, 29, da steht ganz genau, dass der Zorn Gottes der Trübsalzeit kommt. Ja, sieht man ganz genau. Aber dann denken sie immer noch, hat eigentlich noch irgendeine Trübsalzeit da, 3,5 Jahre oder was auch immer. Total, die Leute kennen die Bibel nicht. Die Leute lesen die Bibel nicht. Sie lesen lieber Kommentare über das, was andere schreiben. Ja? Jahrelang, seit ich eben aufgewacht bin und gewusst habe, dass diese Scofield-Bibel falsch ist, seit dieser Zeit lese ich keine Kommentare mehr. Ja? Keine. Und ich höre mir ab und zu mal Leute an, aber nur, weil mir manche Leute sagen, ach, du musst dir das und das anhören. Und dann höre ich mir das an und dann sage, halt mal, guck mal, die sind ja aber falsch hier. Wenn sie aber eins falsch haben, dann ist doch der ganze Käse falsch. Das ist das Schlimme dabei. Ja? Wenn du mal mit einer Lüge anfängst, einer Lüge, dann kriegst du die zweite, die dritte, die vierte, weil Satan das genau so macht. Ja? Er gibt dir eine Lüge nach der anderen. Deswegen müsst ihr aufwachen und müsst auch wirklich mit anderen Gläubigen reden. Es ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir bitte unten dran. Ich unterhalte mich sehr gerne mit euch. Sehr gerne. Und es ist so leicht, Leute, es ist wirklich leicht, einfach die Bibel zu lesen und ohne dass ihr jemand auf irgendjemand hört. Natürlich ist es gut, wenn man ab und zu mal so jemand hat, der einem so, wie nennt man das, ein Beispiel oder sowas gibt, ja, der uns so ein bisschen
irgendwo hinzeigt. Ah, guckt mal das an, ah, guckt mal das an. Das ist ganz gut. Aber ihr müsst es euch selber erarbeiten, das Ganze. Und ihr müsst auch wirklich euer Gehirn reinigen. Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Reinigt euren falsche Lehren. Ja. Säubert den Sauerteig weg. Das hat Paulus gesagt. Ihr müsst den Sauerteig wegmachen. Ja, dieser, ja, Antichrist, dieser Geist des Antichristen, der ist überall in den Gemeinden heutzutage drin. Der Antichrist, der Geist des Antichristen, ja. Und deswegen sind wir verblendet. Weil wir nicht glauben, dass dieser Geist des Antichristen schon da ist. Was hat denn Johannes gesagt? Es ist die letzte Stunde. Und er hat gesagt, dass die schon ausgegangen sind. Ja, das ist, sehen wir in 18. Leute, wacht auf. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und wir sind 2000 Jahre jetzt nach Johannes. Und Leute glauben immer noch nicht, dass Antichrist hier ist. Antichrist ist hier. Ja? Und es ist der Geist des Antichrist. Und dieser Geist des Antichrist, der verführt alle. Ja? Ihr müsst aufwachen. Ganz, ganz wichtig. Lies diese Stelle nochmal. Lies den ersten und den zweiten Johannes. Ja? Und sonst finden wir das Wort Antichrist nirgends. Nicht mal in Offenbarung. Warum? Weil er nicht von einer Endzeit Führer oder Herrscher redet. Ja, hat gar nichts mit dem Antichrist zu tun. Das hat mit einer falschen Lehre zu tun. Natürlich, dieser Mann der Sünde ist auch Antichrist, Leute. Der ist auch Antichrist, weil er halt nicht glaubt an Jesus Christus als Messias. Ist doch ganz klar. Papsten glaubt wirklich nicht, dass Jesus Christus wirklich der ist, wer er ist. Warum? Ist doch ganz einfach. Weil sie alle falschen Lehren umgewandelt haben und haben so getan, als hat es etwas zu tun mit Christenheit. Deswegen. Und ihr müsst euch mal wirklich, wenn ihr nicht von der katholischen Kirche sind, müsst ihr euch mal anschauen, was die katholische Kirche glaubt. Guckt euch mal die ganzen Dinge an. Ich habe sogar ein ganz toller Film, und den werde ich unten anbringen, und ich glaube es sogar auf Deutsch, und zwar über Katholizismus. Und das habe ich erst ganz bestimmt da drauf, auf meinem Kanal. Wie heißt es nochmal? Wacht auf, ihr werdet verführt. So heißt dieser Kanal. Ja, also ich werde es ganz bestimmt finden und werde es dann unten hinbringen. Unten anbringen. Ja, hier ist es. Katholizismus, Christentum oder Heidentum. Das müsst ihr euch wirklich mal angucken. Wenn euch da die Augen nicht aufgehen, es tut mir furchtbar leid. Dann müsst ihr halt beten, weiter beten, dass der Heilige Geist eure Augen öffnet. Ich komme nun zum Ende, Leute. Ja, schaut euch meine Facebook-Gruppe an. Wacht auf, ihr werdet verführt. Ist ganz, ganz wichtig. Da tue ich sehr viele Videos anbringen, also Informationen, die ihr vielleicht sehr hilfreich findet. Und noch etwas zum Schluss. Ja, es hat mir jemand gesagt, ha, kann es sein, dass Sie manchmal die Worte nicht finden? Ich habe euch ja schon gesagt, oder viele wissen das, dass ich eben in Amerika wohne, und ich wohne schon sehr lange in Amerika. Ich glaube seit 95,
90 oder 95. Und ja, dann vergesse ich halt oft die deutschen Worte. Und außerdem, mein Wortschatz in Englisch ist viel größer wie in Deutsch. Da war ich, glaube ich, 20, als ich Deutschland verlassen habe. Und seither bin ich in Amerika. Ich habe in Amerika studiert, habe also zwei Masters-Degrees in Amerika, von Universitäten hier. Und deswegen ist mein Wortschatz viel größer hier. Und dann fallen mir oft nur die englischen Worte ein. Und ich muss dann wirklich oft überlegen, meine Güte, was ist wieder das deutsche Wort? Also, es tut mir leid, wenn das der Fall ist. Aber wenn ihr das wisst, dann ist es vielleicht für euch hilfreich. Also, kommen wir jetzt zum Schluss. Guckt euch diese Dinge nochmal an. Auch diesen Film oder diesen Film, dieses Video, der Katholizismus, Christentum oder Heidentum. Also nochmal, bis zum nächsten Mal. Lasst den Heiligen Geist euch leiten.